Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars, natürlich weiterhin mit dem Spawny. Juhu. Ja, als erstes gehen wir bei und melden uns für die INI an, weil hatten wir ja letztes Mal gesagt, es gibt eine neue, als Gruppe Listen. Jawohl, und ich werde erstmal hier mit meiner Tussi reden. Und ich habe mir den neuen Gleiter gekauft, aber das werden wir gleich draußen sehen. Jo, ab geht's. Ich habe immer noch Bedenken wegen Captain Kalor und seiner Anschuldigungen. Wenn die Personalabteilung denkt, dass ich Informationen über das Imperium zurückhalte, kann sie mich weiterhin über Sicherheitsverordnung 15 belästigen. Ich glaube, wenn Männer wie Kalor tun könnten, was sie wollen, würde ich schon in einer Zelle sitzen und bis ans Ende meiner Tage jede Einzelheit der imperialen Kultur respektieren. Was für eine Verschwendung, das wird nicht passieren, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Ich lasse nicht zu, dass man euch das antut, Elara. Genau. Danke. Ich schätze alles, was ihr für mich tut. Manchmal frage ich mich schon, ob ich ungerecht bin. Ich gehöre zu den wenigen Personen in der Republik mit umfangreichem Wissen über die imperiale Kultur. Vielleicht habe ich die Verantwortung, das zu tun, was nur wenige andere können. Auch wenn mir etwas anderes lieber wäre. Die Entscheidung liegt allein bei euch. Der Chaosdruck braucht eure Dringender. Gehen wir wieder an die Arbeit. Die Entscheidung liegt ganz bei euch. Ihr solltet nicht dazu gezwungen werden, irgendetwas zu tun. Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die so denkt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich anzuhören. Ja, bitte. Es ist gut, jemanden zum Reden zu haben. Ich kann auch mehr sein. Wir können jederzeit sprechen. Gewöhnt euch nicht daran. Wir können jederzeit sprechen. Es ist mir immer ein Vergnügen, Zeit mit euch zu verbringen, Elara. Danke. Ihr seid sehr rücksichtsvoll. Wir wollen ja, dass die Beziehung zwischen der uns gut bleibt, in dem Sinne. Genau. So, da haben wir 69 und 4400 Erfahrung gekriegt. Da kommen die ersten Berufe wieder zurück. Ja, super. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Jo. Und ich hätte gar kein Geld ausgeben dürfen, weil mit Level 40 kriegen wir schnelles Reisen und ich habe erst 139.000. Das reicht, da brauchst du ja 135 noch. Läuft ja gar nicht hin. Keine Ahnung. Wird falsch. Ja gut, man muss aber auch die anderen Sachen irgendwie noch hinbekommen. Ja, natürlich. Weil die Skills werden ja auch nicht billiger. Das habe ich mit links gemacht. Und jetzt? Nee. So, dann fahren wir gleich alle mit den schönen Gleitern. Sehr schick, wenn ich ganz ehrlich bin. Wurde ja auch mal wieder Zeit. Juhu. Oh, geil. Ab geht's. Miau, miau. Schon geil. Oh ja. Mein Gott, ist das Ding breit. Also daran muss man sich erstmal gewöhnen. So, wohin? Ganz rechts. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Jo. Ja, was gibt's sonst? Außer, dass wir ein bisschen Hektik haben, weil um 19 Uhr Heckler und Steiner kommen. Und wir gerade ein paar Folgen Star Wars aufnehmen müssen. Sonst würde morgen nämlich gar nichts kommen. Ja. Ja. Am Wochenende war ja Black Ops 2 gratis. Wenn ich das gewusst hätte, Leute, hätte ich es genommen und hätte vielleicht ein paar so Videos gemacht. Aber ich habe es auch erst heute erfahren. Wo ich dieses Spiel überhaupt nicht gut finde, aber das ist ja jeden seine eigene Entscheidung. Aber man hätte es ja wenigstens so ein bisschen spielen können. Mhm. Marvel of Heroes wollten wir eigentlich auch aufnehmen, haben wir dann auch nicht geschafft. In dem Sinne war diese 7. Folge die letzte Folge. Kann sein, vielleicht hauen sie irgendwann nochmal was raus, dann hauen wir nochmal ein paar Folgen. Mal sehen, was da draus wird, weil Spaß gemacht hat das Spiel. Ja. Jetzt sind wir auch schon wieder da. Da drin haben wir auf jeden Fall noch mal eine Quest. Hier an der Seite. Das ist die Helden 4 Quest. Ne, das ist diese Dungeon-Kacke da. Oder das, ja. Pop, 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 pop. Hört sich ja mal ja, cool an. Und auch nicht draußen bleiben. Na gut. Animationen sind cool an dem Ding. Ja. Also muss ich jetzt wirklich mal sagen. Und hier unter uns wäre noch eine Quest. Sehe ich gar nicht.
Das ist Leutnant Kalia. Okay. Guck mal, da hier dahin. Siehst du die auf dem Minimap nicht? Die im Nö. Ich habe auch nur 3 Quests, die wir noch machen müssen. Ja. Oh, dann. Ja. Miau. Die Karte, die ist so verdammt riesig hier. Ja. Ja, ist ein bisschen deprimierend, weil sie wirklich riesig ist. Mhm. Aber auch coole Story in dem Sinne, weil man hier sehr, sehr viel verschiedene Sachen macht auf dem Planeten, finde ich. Auf der anderen Seite repariert man ja auch Panzer und all so ein Schnickschnack. Ja. Außerdem sollte man hier auch mal die schöne Grafik genießen von Star Wars. Genau. Weil das kann ja schon mehr wie bei manchen anderen Spielen. Der Eingang scheint unten zu sein, oder? Ja, hier sind wir. Ach, alles klar. Ja, da wo du bist, könnte man eigentlich runter. Nämlich. Hei. So. Oh ja, das sieht gut aus. So, ich bin unten. Oh, ich nicht. Ich müsste absteigen und mich mal heilen. Ja. Weil sonst, bin ich gleich down. Gut, wäre nicht so schlimm, wenn du unten bist, weil dann... Okay, da bin ich auch unten. Und ich werde nicht mal angegriffen. Oh, guck. Ja, dann kommen wir hier gleich rein, ne? Genau. Jo. Ach, hallo. Die rotzen wir noch mal weg hier. Ja. Und schon verdammt viele hier. Ja, aber dafür halten sie gar nichts aus. Nee. Da ein, zwei so Mittel-Elite bei sind oder abhängen, das ist lächerlich. Ja. Deswegen freue ich mich auch schon, falls wir diese Aufnahme, ja, wir werden wohl eine kleinere Season machen. Gucken, wann die anderen beiden ins CS kommen. Ja. Oh, noch nicht mal lang bis Level 40, oder? Nö, 2,5 Striche ungefähr, würde ich sagen. Ja. Ja, dann noch 10 Level und dann geht's ab in den neuen Bereich. Genau. Gut, wohl für mich hier alles neu ist. Gut, man kennt die Karten zwar, aber die ganzen Quests passen ja gar nicht zu der anderen Republik, also überhaupt gar nicht. Ja, das stimmt natürlich auch. Brauchst du hier noch welche, oder? Noch 6. Noch 7, also diese hier drüben auch noch mitnehmen. Ja. Aua. Arschloch. Das kann ich auch. So, jetzt. Backpfeife gegeben. Ja, hat er mir. Ich mach einfach die kleinen down. Oh. Aua. Ja, wenn er eine Backpfeife gibt, die ist schlimmer als irgendwas anderes. Ausdauer, Wille, Verteidigungswertung weg. Tügler Tütz. Gibt's hier hinten irgendwas? Nein. Nur auf der anderen Seite. Was da für Lichtkugeln gerade entgegenkommen hier. Noch 3. Und das war's. Mal gucken, da gibt's sogar was für.
So. Klassisch aufgeräumt. Ja. Jetzt hier den Pappeneimer ansprechen. Oh, doch nicht ansprechen, geht von alleine. Captain, Sie sind überall. Sie sind überall hier. Nicht mehr. Schon langsam, Korbel. Reißt euch zusammen. Ich will Fakten und kein Gestammel, Soldat. Ich versuche, seine Schmerzen zu lindern, aber ich fürchte, mehr kann ich nicht für ihn tun. Ja, schneid ihn das Bein ab, dann sind die Schmerzen weg. Es waren Piraten. Dreckige, mordende Piraten. Sie wussten, was wir suchen. Der Anführer hat die Umbra-Komponenten geschnappt und ist geflüchtet. Könnt ihr noch mal etwa sagen, das ist gar nicht gut und möglich. Ja. Erst das Imperium und jetzt Piraten. Na, großartig. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Mein neuer Helm sieht echt gut aus, haben die Leute wirklich recht. Der sieht wenigstens ein bisschen danach aus. Der andere war ja richtig schwul, den jetzt die Tussi aufhat. Ich kontaktiere ihn sofort. Ich kann nicht schaden, ihn zu warnen. Ja, eins. Yun muss erfahren, was auf ihn zukommt. Sergeant Yun, bitte komm. Saiyans Team ist von Piraten überfallen. Ja. Die Umbra-Komponente wurde gestohlen. Weitere Piraten sind auf dem Weg zu eurer Position. Ende. Oh, ich hab ja sogar schon Schultern. Oh. Alle Einsatz gestorben. Alle im Einsatz gestorben. Es tut mir leid, es sieht schlecht aus. Saiyan ist der Einzige, der noch übrig ist. Aber er wird es nicht schaffen. Mein Beileid. Okay, schnell zu uns. Danke. Ich musste sicher gehen. Er musste gewarnt werden. Ihr habt gut gedient. Yun hat mir gesagt, dass ihr mit Ehre gedient habt, Saiyan. Danke. Danke. Trete von uns. Danke. Auf Befehl. So sollte das sein. Ich helfe. Oh Mann, ne. Oh, wie geil. Oh, hier sind wir, glaube ich, durch. Jawohl. Guck mal, da liegt immer noch das Schild. Hier kannst du nicht mal durchgehen. Echt? Ja. Richtig. Aber nicht zerstören oder sowas, so. Ne. Oder mitnehmen. Wegen PvP haben sie das gemacht, dass du die nicht zerstören kannst. Ja. So, was sollen wir jetzt hier machen? Wir müssen hier... Ah, irgendwas Feuere mit der Signalpistole. Genau. Dann wollen wir das doch mal machen. Genau da. Gucken wir, ob es schon hier reicht. So weit von Überfallpunkt entfernt. Sieht cool aus. Oh! Oh! Hallo! Oh mein Gott. Haben aber viel ausgehalten. Hier kommt noch mehr. Oh. Und jetzt kommen unsere auch. Gar nicht wenig gewesen. Ja, ich glaube, weil wir beide aktiviert haben. Ja, war doch cool. Gab's nichts, was zu tun. Oh ja. Ihre Nahrungsvorräte von hier vorne. Na gut, die Kisten da vorne. Ja. Eins von sechs. Ah, guck mal, ein Oberleutnant. Komm zu Papa. Den wollen wir mal wegklatschen hier.
ja lächerlich. Oh, wunderbar. Na, ja, ist auch schon kaputt. Naja, so viel Schaden kriege ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall in diesem Kreis müssten noch mehr solche Kisten sein. Ja, hier vorne. Oder rechts von uns, das ist der neue. Oh. Genau. Eine. Du musst, glaube ich, hier wieder rein, ne? Ja. So. Was an meiner Reichweite verändert. Also der Effektschuss geht jetzt noch spät, also hat noch eine kürzere Reichweite laut meines okay. Erscheinung gerade, weil sonst hatte das Feuer, was ich erst drauflegen muss, eine größere, also eine kürzere Reichweite. Jetzt ist es genau umgekehrt. Oh. 7 muss von töten, 28, ne? Jo. Ach ja. Jawohl. Ach, geht das schnell. Wir haben auch verdammt leicht alle hier, wa? Ja. Ja, lauft schön rein. Perfekt. Weiter geht's. Eine Glücksmünze habe ich bekommen. Ja, ich auch. Ah, 3 Stück habe ich bekommen. Ob das dann noch so viel Glück bringt. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Mein Gott, räumen wir hier auf. Der Gruppen hier von der Tussi ist echt gut geworden. Oh, er ist hier links. Die nehmen wir auch mit. Ja. Ah, du blöder Jedi. Ja, eingefroren. Und jetzt? Katten, blödes Arsch. Also. Nee, das ist Kolben. Ja. Er lebt. Alle lebt. Wir haben alle down gemacht. Oh! Huttenvollstrecker. Großvollstrecker. Wieder 20 Kartellmünzen bekommen. Yippie. Weil wir haben nämlich jetzt nur noch 10. Und die anderen werden später gut gebucht. Haben ja gerade das Boot gekauft und 1810 hatte ich. Weil Andi hat die alle hier gebondet oder was? Und 1800 hat das Schifflein gekostet, unser Fahrzeug, was ich eigentlich sehr imbar finde. Und bis Level 55 kann man dieses Ding noch gut gebrauchen. Weil oh, der Vorteil, den man dadurch hat, man muss einfach kein. Ja, wir müssen nachher kein schnelles Dingen kaufen. Genau, das entwickelt sich weiter, das Raumschiff, ne? Genau. Aber 110% haben sie ja nicht erhöht, also mehr gibt es ja nicht. Ja. Auch nicht mit Level 55, was ich auch schnell genug finde. Wenn man überlegt, wie schnell man in WoW manche Gebiete abgeflogen ist, das war einfach zu schnell. Ja. Definitiv, ja.
Und man kann WoW das Gebiet auch nicht mit Star Wars vergleichen. Das kommt noch dazu, ja. Ich glaube, Star Wars Welt kann da auf gar keinen Fall mithalten mit diesem Riesengebiet von WoW. Ich sammle die mal. Na, irgendwie sind gar nicht alle zu dir hingelaufen. Nee, und wir sind zu spät. Mia kommt da hinten hierher. Du auch. Was? Wie viel brauchst du noch? Noch drei, glaube ich. Ja, drei. Genau, rechts die, oder welche müssen wir denn? Wo müssen wir überhaupt hoch? Ja, dann lass doch hochgehen. Da oben wird doch mit Sicherheit noch mehr sein. Hier oben ist keiner mehr. Ja, gut, nur die. Dann nehmen wir gerade diesen Pulk hier. Genau. Granate, die so krass sind. Ja. Jawohl. Ne, einer fehlt jetzt. Einer noch. Das waren doch drei, oder nicht? Drei eigentlich, ja. Ja, hat aber den einen nicht gezählt. Komisch. Aber jetzt haben wir es aber. Oh, sogar was Blaues gedroppt. Jo. Das ist was für meine. Ja, gut, aber ist eindeutig besser für meine Tussi. Ja. Machen wir mal Bedorf und dann Inventar und dann C Gefährte. Mal gucken, wie der Helm bei ihr aussieht. Ja. Ja. Na guck, das sieht sogar besser aus. Das sieht ja wohl schon mal eine ganze Ecke besser aus. Jo, weiter geht's. Und nach oben. Zu mehr Zielgenauigkeit und mehr Ausdauer. Ja. So, hier oben stehen nämlich drei von uns.